Ja, ich habe Angst. Ich habe nicht gehandelt, weil ich Angst habe. Wie oft hast du diese Sätze schon ausgesprochen? Ich habe Angst, meinen Job zu kündigen. Ich habe Angst, etwas zu unternehmen. Ich habe Angst, mich zu zeigen. Ich habe Angst, mein Leben anders zu führen. Ich habe Angst, kritisiert zu werden. Ich habe Angst vor den Blicken anderer. Ich habe Angst vor dem Scheitern. Ich habe Angst davor, zu enttäuschen, die falschen Entscheidungen zu treffen, etwas zu bereuen. Ich habe so viel Angst. Na und? Was riskierst du, außer deine Träume zu leben? Wenn du morgen auf dem Sterbebett liegst, denkst du dann immer noch an deine Ängste? Ich bezweifle es. Du wirst in deinem Grab liegen, mit Tränen des Bedauerns in deinem Gesicht, wenn du nichts änderst. Heute oder morgen, bevor es zu spät ist. Was hast du zu befürchten? Schließlich werden wir alle eines Tages unter der Erde liegen. Dein Herz wird aufhören zu schlagen, wie das eines jeden anderen Menschen auf dieser Erde. Warum hast du dann so viel Angst? Warum? Warum lebst du nicht das Leben, von dem du insgeheim träumst? Warum flüchtest du weiterhin vor deinen Kindheitsträumen? Was ist Angst eigentlich? Die Angst ist einzig und allein eine Illusion. Es ist alles, was dein Verstand nicht kennt. Das Unbekannte. Es sind Katastrophenszenarien, die du dir in deinem Kopf ausdenkst. Es ist dein Verstand, der dich manipuliert. Die wahre Angst, weißt du, was sie ist? Sie dient nur einem Zweck, nämlich dich vor tödlichen Gefahren zu schützen. Deine Träume zu verwirklichen, bedeutet nicht zu sterben. Es bedeutet zu leben, voll und ganz zu leben, bevor es zu spät ist. Und ich stelle immer häufiger fest, dass Menschen wie gelähmt sind, wenn es darum geht, ins Handeln zu kommen. Sie haben Angst, weil es der Welt immer schlechter geht, weil alles gefährlich ist, weil Menschen unglücklich sind. Bist du wirklich auf diese Erde gekommen für das? Ich nicht. Denn eines Tages habe ich mich dazu entschieden. Ich habe mich dazu entschieden, anders zu denken. Die Leute fragen mich oft, toll Martin, du hast es gewagt. Ich bewundere dich für deinen Mut. Ich hätte mich das nicht getraut. Ich antworte ihnen dann, ich bin nicht intelligenter wie sie oder irgendjemand anderes. Ich habe nur mir entsprechend gehandelt. Jeder kann es machen. Man muss es nur wollen und die Stimme in deinem Kopf umwandeln, die in einer Endlosschleife zu dir spricht. Diese berühmte Stimme, die dir sagt, du wirst dich blamieren, du wirst auf die Schnauze fallen, du wirst wieder versagen. Das ist es nicht wert. Du wirst nur Geld und Zeit verschwenden. Lass es sein. Bei der kleinsten Gelegenheit, bei dem geringsten Misserfolg wird sie dir sagen, siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Und falls sie dir stattdessen sagt, du bist die Beste, du bist der Beste, du bist großartig, du bist außergewöhnlich, du bist eine Gewinnerin, du bist ein Gewinner, du kannst es schaffen. Wie fühlst du dich jetzt? Schließe jetzt deine Augen und sehe deine ideale Zukunft vor dir, die, die dich zum Träumen bringt, als ob alles möglich ist. Spüre es tief in deinem Inneren. Öffne jetzt deine Augen. Öffne deine Augen und komm ins Handeln. Alles, was du willst, ist möglich. Es ist möglich, du musst es nur wollen und in Bewegung kommen. Es liegt an dir, für deinen Wohlstand zu kämpfen. Hör auf, billige Ausreden zu erfinden. Hör auf, in einer Illusion zu leben, in der alles schwierig ist. Vergiss die Sicherheit und lebe für die Erfahrung. Die Angst existiert nicht, sie ist eine Schöpfung deiner Vorstellung von der Zukunft. In diesem Moment gibt es keine Gefahr und die wird es nie geben. Angst ist nur eine Projektion in die Zukunft. Angst haben ist eine Wahl. Triff die richtige Wahl. Entscheide dich. Wage es. Hinter jeder Angst verbirgt sich die Person, die du sein willst. Wenn es schwierig ist, halte durch. Wenn du hinfällst, stehe sofort wieder auf. Vor deiner nächsten Aktion frage dich, welche die mutigste ist, weil dir die Angst die Richtung der Handlung zeigt. Lass dir nicht mehr Tage, Wochen, Monate, Jahre durch die Lappen gehen, um auf etwas zu warten. Auf was warten? Warten bringt nichts. Es liegt an dir, loszulegen, weil du es verdient hast. Wage es. Wage es, aus deiner Komfortzone herauszugehen. Wage es, deine Träume zu verwirklichen und wage es, in Aktion zu treten.